Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine Review für euch. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich alle, dass das neue Harry Potter Buch rausgekommen ist und darum geht es heute. Und das hier ist das gute Stück Harry Potter and the Cursed Child Parts 1 and 2 von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne. Ja, endlich ist es soweit, das neue Harry Potter Buch ist da. Ich habe es auch direkt ganz schnell durchgelesen gehabt, nachdem es bei mir eingetrudelt ist. Und ja, ich will euch heute einfach ein bisschen was dazu erzählen, meine Meinung dazu sagen und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ja, worum geht es in diesem Band? Es geht in diesem Band um die Kinder unserer absoluten Lieblinge, das heißt um die Kinder von Ron, um die Kinder von Hermine, Harry und Ginny. Und natürlich auch um die Kinder bzw. das Kind von Draco. Ja, die Reihe startet ganz normal am Gleis 9¾, so wie auch das 7. Buch von Harry Potter geendet hat, fängt es da wirklich an. Also wir schließen genau da an, wo das letzte Buch aufgehört hat und sind halt wirklich am Gleis 9¾ mit den Kindern unserer Stars, mit den Kindern unserer Helden und ja, begleiten sie auf ihre erste Reise nach Hogwarts. Der Hauptcharakter bzw. die Hauptcharaktere bzw. Protagonisten in diesem Buch sind einmal Harrys Sohn Albus Severus und Malfoys Sohn Scorpius. Ja, die beiden freunden sich bereits im Zug an, was die Tochter von Hermine und Ron, also Rose, gar nicht so gut findet, denn sie kennt natürlich Scorpius und seine Eltern und deren Geschichte und sagt von vornherein so, nein, mit euch will ich nichts zu tun haben, beziehungsweise mit ihm. Und er lässt die beiden dann alleine im Abteil. Ja, und es geht halt so dann wirklich los, dass wir nach Hogwarts kommen, dass die neuen Schüler ihren Häusern zugewiesen werden. Ja, und es kommt, wie es kommen musste, Scorpius und auch Albus Severus, der ja so Angst davor hatte, nach Slytherin zu kommen. Sie beide kommen nach Slytherin, wohingegen Rose zu Albus Bruder James kommt, nach Gryffindor. Ja, und die Story dreht sich halt um Albus Severus, wie ich ja schon gesagt habe, sehr. Und es geht halt am Anfang so los, dass die ersten Jahre in Hogwarts wirklich sehr, sehr schnell vorübergehen, dass sie wirklich so innerhalb von ein paar Zeilen erklärt werden. Man erfährt, dass Harry und Albus sich immer weiter voneinander entfernen, immer weiter, ja, Konflikte zwischen den beiden kommen, sie nicht so miteinander auskommen und sich ein bisschen schwer tun miteinander. Und es sind dann halt Ferien, Albus ist wieder zu Hause und bekommt dann mit, wie Amos Diggory, der Vater von Cedric Diggory, der ja im 4. Teil Harry Potter und der Feuerkelch gestorben ist, jetzt halt zu Harry kommt und Harry ist ja im Ministerium am Arbeiten und ja, Amos hat halt erfahren, dass dort angeblich ein Zeitumkehrer gefunden wurde, beziehungsweise beschlagnahmt wurde und er möchte jetzt, dass Harry zurückreist und dafür sorgt, dass Cedric nicht stirbt in diesem 4. Teil der Feuerkelch während dieser, während der ersten Schlacht sozusagen gegen Voldemort. Während des Trimagischen Turniers und Harry verneint halt, dass es diesen Zeitumkehrer gibt, schickt Amos weg und währenddessen lernt Albus Severus die Nichte von Amos kennen und freundet sich so ein bisschen mit ihr an. Ja, und Delphi, die Nichte von Amos, lädt sie dann halt ein, die beiden mal besuchen zu kommen, denn sie kümmert sich halt um Amos immer und ja, so geht das dann auch schon los, das Debakel. Ja, denn Albus hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, nachdem er dann herausgefunden hat, dass es diesen Zeitumkehrer doch gibt, hat sich in den Kopf gesetzt, so, Scorpius, wir gehen jetzt in die Vergangenheit, wir retten Cedric und ja, da kann natürlich nur einiges schief gehen, denn Hermine hat es ja damals schon im 3. Teil erklärt, man darf nicht gesehen werden, denn sonst könnte einiges schief gehen. Ja, und die beiden sind halt leider so ein bisschen nicht so gut in solchen Sachen, sind ein bisschen tollpatschig, was sowas angeht und ja, verändern erstmal eine ganze Menge bei ihrer ersten Zeitreise. Ja, und das ist halt so die Hauptstory. Wir gehen halt öfters in verschiedene Vergangenheiten, beziehungsweise wir gehen immer mal wieder in die Vergangenheit und landen dann immer in ganz anderen Zukünften, weil jedes Mal, wenn Albus und Scorpius irgendwas in der Vergangenheit gedreht haben, ist eine ganz andere Zukunft entstanden. Und es ist sehr, sehr interessant, diese ganzen Zukünfte zu sehen und zu erleben, wie es hätte sein können. Wir landen einmal in einer Zukunft, in der ja einiges anders ist, in der keiner sein möchte, die wirklich keinem zu wünschen ist auch. Und ja, da haben sie echt großes Pech, was da alles auf sie zukommt. Sie werden einige Abenteuer auf jeden Fall bestehen müssen und es sind nicht nur die beiden dabei, sondern es kommen wirklich auch Harry, Ginny, Ron und Hermine sind
immer mit dabei. Und Draco kommt auch nicht zu kurz. Wir lernen ein paar neue Seiten an Draco in diesen Büchern kennen. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel sein Sohn Scorpius gar nicht wie Malfoy ist. Also gar nicht wie Draco ist. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir sehen auch, wie Harry versucht, mit Albus Severus zurechtzukommen, weil er ist sehr schwierig. Er ist Harry auch sehr ähnlich, deswegen sind die beiden auch immer so schnell aneinander geraten. Also deswegen geraten die beiden immer so schnell mit den Köpfen aneinander sozusagen. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, was da zwischen ja, den Eltern und den Kindern und den neuen Generationen halt passiert und was da jetzt noch so alles an Abenteuern passiert und wie sich die Charaktere, die wir so geliebt haben in den 7 Büchern, wie sie sich entwickelt haben. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Die Story ist so gut. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass es wirklich ein richtiges Buch wäre. Denn das hier ist wirklich ein Skript. Also es ist wirklich jeder, der auf ein tolles neues Buch hofft, den muss ich enttäuschen, denn es ist wirklich wie ein Skript aufgebaut. Das heißt, wir haben zwischendurch mal so ein paar Texte, oh, jetzt sind sie gerade im Zug. Und dann kommt aber wirklich nur, Albus Doppelpunkt, Scorpius Doppelpunkt und halt, wie sie miteinander sprechen. Also es kommt kein, ja, wie in den Büchern halt, jetzt passiert dies und das und jetzt wird alles düster um sie herum oder so. Sondern es ist wirklich mehr so ein Dialog, der da abgerattert wird. Das ist ein bisschen schade, es hat mir das Lesen auch ein bisschen schwer gemacht, muss ich sagen. Denn ich fand, es war, ja, man wurde nicht ganz so gepackt von der Story. Die Story an sich war sehr spannend, aber ein Buch packt einen ja doch, wenn er halt die ganze Zeit erzählt wird, was so passiert nebenbei und nicht nur diese Dialoge da sind. Und das war halt nicht so, aber es ist an sich wirklich eine ganz, ganz tolle Story, die ich euch nur empfehlen kann und nur ans Herz legen kann. Also wirklich, die Charaktere sind ganz, ganz toll und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zu meiner Bewertung zu diesem Buch. Also ich würde dem Buch 4 von 5 möglichen Sternen geben, da ich es halt schade finde, dass es wirklich ein Skript nur ist und kein Buch. Ich hätte es so toll gefunden. Ein Buch wäre so, so schön gewesen. Und vor allen Dingen wäre es schön gewesen, wenn die ersten Jahre nicht einfach so auf 2 Seiten sozusagen dahingeschmettert worden wären. Sondern man hätte richtig schön Bücher daraus schreiben können. Oder es zumindest ein bisschen mehr beschreiben können, was so in den ersten Jahren wirklich ganz alles passiert, also alles wirklich passiert ist. Nicht nur so, oh, jetzt ist ein Jahr vorbei, jetzt ist noch ein Jahr vorbei, jetzt ist noch ein Jahr vorbei und ja, das ist ein bisschen schade gewesen. Aber ansonsten wirklich eine tolle Story, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und für jeden Harry Potter-Fan natürlich ein absolutes Muss, dieses Buch, weil es ist einfach, ja, Harry Potter halt, ne? Also, wie gesagt, 4 von 5 möglichen Sternen würde ich dem Buch geben. Ich finde die Story wirklich super genial. Nur eigene richtige Bücher wären natürlich schöner gewesen. Ja, ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Ich hoffe, sie war ein bisschen hilfreich. Das ist ja jetzt meine erste richtige Bücher-Review gewesen. Sonst habe ich ja immer nur Reviews zu Mangas gemacht. Das ist irgendwie, ist mir das für ein Buch ein bisschen schwerer gefallen, muss ich sagen. Aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, jetzt weitere Reviews zu machen und das ein bisschen, ja, vielleicht besser hinzubekommen bei den nächsten Reviews auch, falls das hier noch nicht so gut war in euren Augen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dürft mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr möchtet und mehr von mir sehen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!